Verstrahlte Grüße, meine lieben Ödländer. Wir sind hier in Quentinos Nachtclub, weil wir hier, oh, Fleisch mit Bohnen, lecker, jemanden besiegen sollen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich glaube schon. Aber erstmal. Hallöchen. Wow. Ich dachte, wir reden erstmal. Das wird das Letzte sein, was du tust. Wow. Das wird das Beste sein, was du tust. Das hast du schon mal gesagt. Wir allerdings auch. Na los, Nutzung! Okay. Nicht vorbei! Beim Sport würdest du immer zuletzt gewinnen. Gut geschützt eigentlich. Mir wurde schon langweilig. Ich häng dich wie ein Handtuch zum Trocknen auf. Oh nein. Hier ist jemand. Was versuch dir das nochmal? Au. Na los, ich schlafe hier gleich ein. So. So, erstmal den hier. Er hält was aus, ey! Er hält was aus! Das kostet mich mit der Munition ohne Ende. Jetzt stirb halt endlich! Mein Gott! Los, nur zu! Du hast mich, Bohr!
das Gefühl, dass wir uns noch öfter sehen werden. Okay, du das sagst. So. Und ich hier. Hey, du bist wie eine schlechte Angewohnheit. Die wird man auch nicht los. Na, da schau her, wenn das nicht mein Lieblingsgauner ist. Gute Arbeit, echt gut. Dafür singen die anderen Mafiosi mir bestimmt ein Loblied. Ah, du bist ja noch da. Ich sag dem alten Billy, dass er bei deiner Belohnung was draufpackt. Ah, das hast du alles Onkel Sal zu verdanken. Danke. Jawohl. Jetzt haben sie ihre verdiente Strafe bekommen. Nun gib mal schön her. Oh, danke für die Hilfe. Ach, was du nicht sagst, Schlauberger. Lächle ich dir nicht genug, oder was? Geh zur Promenade und such dir einen Clown, der dich zum Lachen bringt. Wie wär's damit, hä? Ich war vielleicht zu derb. Tut mir leid. Hier sieht nur keiner, was ich alles kann. Und das macht mich manchmal wütend. Weißt du? Wieso gibt's eine Spannung zwischen dir? Der ist einfach viel zu empfindlich. Na gut. Also wir hatten da vor einiger Zeit vielleicht eine kleine Auseinandersetzung. Der ist so stocksteif. Da dachte ich, das wäre ein lustiger Streich, ihm, also in der Öffentlichkeit, naja, die Hosen runterzuziehen. Problem ist, ich habe ein bisschen Honig gegessen. Die Gavones hier sagen, meine Hände kleben immer. Das ist kein Schweiß, sondern Honig, okay? Also, ich packe mir Billys Hose, aber meine Finger kleben dran fest. Und als ich sie dann runterreiße, reiße ich sie ihm komplett ab. Der ist wie ein kopfloses Huhn durch den Club gelaufen und hat rumgeschrien, dass niemand seine Unterhose sehen sollte. Echt jetzt? Das war schon ziemlich lustig. Das hat ihn wohl echt fertig gemacht. Seitdem trägt er jeden Tag so um die 50 Gürtel. Und deswegen nennen ihn die Jungs jetzt Billy Belt Buckles. Okay. Sehr gut. Klar doch. Mach's besser. Billy Belt. Es heißt immer, Conchetta sei eine furchteinflößende, knallharte Frau. Das stimmt. Okay. Du hast es geschafft! Unglaublich! Okay, ab und zu habe ich schon dran geglaubt. Aber nicht so wie jetzt. Das wird ihnen eine Lehre sein, sich mit uns anzulegen. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. Ich werde auch in Zukunft deine Dienste in Anspruch nehmen müssen. Meinst du, du schaffst das? Klar. Ein neues Gefühl macht sich breit. Ich glaube, es nennt sich Hoffnung. Ich will dir nicht schmeicheln oder so. Bis zum nächsten Mal. Ich warte hier. Okidoki. Mir wurde gesagt, ich hätte phobische Tendenzen. Was auch immer das heißt. Oh, Fische. Und dieser Billy. Ach, ich warte einfach, bis ich jemanden mit 10 Gürteln sehe. Ja, schon ein bisschen gemein gewesen. Hey, ich doch schon wieder was höre hier. Immer diese Ratten. Okay. Die ganze Welt ist eine Bühne. Oh, ich kann kein Überlebenszelt. Oh.
Warum muss ich jetzt zu dir? Bereit zum Aufstieg? Okay. Da müssen wir noch nicht hin. So, jetzt gehen wir mal dahinter. Ich eigentlich dauernd überladen, ey, das nervt. Oh. Sollten halt auch mal das Zeug rausbauen. Gucken, was uns da Schönes erwartet. Hä? Also. Finde einen Weg in die High Roads Lounge. Wenn ich wüsste, wo die ist. Lauter Spielautomaten, ey. Hier ist die Wäsche. Okay. Problem ist, es wird hier nichts angezeigt. Das ist mein Problem. Hallo? Jemand zu Hause? Hier richtig? Posteingang. Was wird mir eigentlich da schon wieder angezeigt? So.
Waschräume. Jetzt gehen wir nochmal raus. Wieso will noch irgendwo was an oder so? Außer das hier. Ich solle einen Weg finden. Der mir aber nicht angezeigt wird. Frage ist jetzt nur natürlich. Na, du kommst hier rein und dann wird dir nichts angezeigt. Oben ist nicht. Hier spawnen sie immer. Häuser schwierig. Hier oben waren wir ja auch schon. Oh, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich zugeben. Ja, wir fliegen jetzt erstmal zurück. Und dann erkundige ich mich nochmal. Ja, so machen wir das. Hey.
So. Bereit zum Aufstieg? Ja, auf nach Hause. Spring rein, dann geht's los. Ach so. Oh mein Gott. Jäger beseitiger Briefmarken, legendäre Module, Bauplan, Kartentisch. Oh, haben wir viel gekriegt. Halleluja. Das war also der Plan. Okay. Na gut zu wissen. War ein bisschen verwirrend. Oh, was mache ich jetzt hier? Genau wie die alte Armee. Was? Oh, wenn wir hier sind, können wir ja gleich mal die technischen Daten, obwohl. Was haben wir denn da? Nö. Sammeln wir noch ein irgendwelche bisschen. Neuigkeiten? Die Ältesten können uns viel beibringen. Hoffentlich treffe ich sie mal persönlich. Aber bloß nicht. Die werden stinkig. Richtig stinkig werden die. Die erfahren, was wir gemacht haben. Oh, rein damit. Och nö. Ich bin jetzt zu voll. Oh, Mist. Warte mal, wir haben doch. Haben wir nicht da irgendwas mit. War denn das? Warte mal, jetzt muss ich muss mal im Shop schnell gucken. Weiß nicht mehr, wie die ausgeschaut haben. Ja. Hm? Ach, Tragekapazitätszeug. Okay. Guck mal, das ist doch dann unter Trinken. Hier. Jawohl. Erstmal nach Hause. Was war das für ein Geräusch? Jetzt geht's los! Oh, das war echt knapp. Noch Biber. Warum schieße ich auf den Biber? So, hier. Heilungsrate. Brauchen wir nicht. Spitzhacke brauchen wir nicht. Beseitiger brauchen wir nicht. Okay. Oh mein Gott! Oh, okay. Die packen wir dann nochmal da in die Rüstung. Ich muss unbedingt. Rüstung. Geht der Arm weg? Feuerresistent. Das Gewicht der Munition verringert. Warum bekomme ich immer noch Wartungsaufträge? Wie soll ich ohne Kampfeinsätze zum Ritter befördert werden? Ach, hör auf zu jammern. Oh.
Oh nein, das war da hier. Guck mal, haben wir irgendwas in der Kiste? Nein. Okay, wie schaut's jetzt aus? Was müssen wir? Die ganze Welt ist eine Bühne. Was ist denn hier schon wieder los? Nein, bin ich nicht. Aber Nuka-Cola. Okay, meine lieben Ödländer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut in die nächste Folge wieder herein. Und denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren nicht vergessen. Immer wichtig, dass der Algorithmus Futter kriegt. In diesem Sinne, habt noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ich hasse Blutkäfer.